Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen Assemble with Care und müssen jetzt erstmal Marias Mix hier in den Tape-Player legen. Es handelt sich hierbei um ein kleines Rätselgame, würde ich fast schon sagen. Und es ist sehr storylastig. Jetzt haben wir die Kopfhörer, die müssen natürlich auch noch rein. Für ein optimales Spielerlebnis sollte der Sound aktiviert werden. Und dann drücken wir auf Play. Assemble with Care. Nachdem ich ein Jahr unterwegs gewesen war, dachte ich eigentlich, ich wäre die endlosen Schienen und Straßen, das ständige Reisen leid. Doch als mein Zug in den Bahnhof von Bellarive einfuhr, war ich genauso aufgeregt wie am ersten Tag meiner Reise. Ein ganzes Jahr. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. All diese Orte, die ich gesehen hatte, all die Leute, denen ich begegnet war und all die vergessenen Schätze, denen ich ganz nebenbei auch zu einem neuen Glanz verholfen hatte. Ich bin Restauratorin, heißt geliebte Besitztümer wieder zum Leben erwecken, ist meine Leidenschaft. Ich war seit etlichen Monaten unterwegs, reiste von einem Ort zum anderen und reparierte alles von Familienschätzen bis hin zu Videorekordern. Bellarive wollte ich eigentlich für eine Auszeit nutzen, doch das musste warten, bis ich ausgepackt hatte. Ich werde hier relativ wenig Commentary machen. Ich kann aber sagen, ich habe mit der Steuerung ein bisschen Probleme gehabt, aber ihr werdet es selber sehen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Diese Sonnenbrille stammt aus dem letzten Ort, an dem ich war. Hoffentlich bin ich cool genug dafür. Auf einem Konzert sah ich die einst an einem Gitarristen. Aus dem Weg, ich bin Rock'n'Roll-Restauratorin. Mein Pass. Viel Platz ist nicht mehr übrig. Haarbänder mag doch jeder, oder? Praktisch und elegant zugleich. Das haben meine Eltern nach meiner ersten eigenen Reparatur gemacht. Es kommt mir vor, als wäre das schon eine Ewigkeit her. Sobald ich mich hier zurechtgefunden habe, verteile ich die. Hoffentlich verschaffen sie mir ein paar Kunden. Damit haben wir das erste Rätsel abgeschlossen. Endlich war ich in Bellarive angekommen. Mein Ziel war das Fastfood-Festival, das in einigen Tagen beginnen sollte. Ich hatte mich nun schon so lange von Mikrowellenfutter und Schnellhäppchen ernährt, dass ich mich nach echtem Essen sehnte. Und da ich das natürlich irgendwie finanzieren musste, wollte ich mich am nächsten Tag auf den Weg machen, um Aufträge zu suchen. Meine Eltern wollten nie, dass ich gehe. Sie wollten, dass ich in unserem Laden bleibe und ein schlichtes, sesshaftes Leben führte. Doch ich wusste, dass die Welt auf mich wartete, hinter den Wänden unseres Antiquitätengeschäfts. Und ich wollte Teil dieser Welt sein. Ständig träumte ich von den sonderbaren und wunderbaren Orten, aus denen unsere Antiquitäten stammten. Ich liebte es, mir ihre Geschichten auszumalen und ihnen die Erinnerung zu entlocken, die in ihren Schrauben und Drähten ruhten. Meine Geschichte in Bellarive begann mit einem kleinen Mädchen und einer Stimme, die sie unbedingt hören wollte. Damit haben wir die Ankunft fertig. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, Schlaflied. Es war mein erster Morgen in Bellarive. Ich konnte es gar nicht abwarten, aus dem Hotel zu gehen, um mich umzusehen. Es war eine ruhige Stadt. Die Straßen und Gassen ahlten sich friedlich in der heißen Morgensonne. Auf dem Hauptplatz liefen unterdessen bereits die Vorbereitungen für das in ein paar Tagen stattfindende Festival. Während ich meine Werbezettel verteilte, fragte ich mich, was es in Bellarive wohl zu reparieren gab. Bisher machte alles einen perfekten Eindruck. Als es mir fast schon so vorkam, als hätte ich einen Fehler begangen, klopfte mir jemand auf die Schulter. Hallo, ich bin Izzy. Weißt du, wie man Sachen repariert? Es war ein kleines Mädchen, vielleicht 7 Jahre alt. Sie hatte sicher einen meiner Werbezettel gesehen. Sie kramte in ihrem Rucksack herum und hielt mir schließlich einen ramponierten roten Kassettenrekorder entgegen. Mein Kassettenrekorder ist kaputt. Ich bekomme ihn einfach nicht wieder zum Laufen.
Ich habe versucht, ihn selbst zu reparieren, aber dieses Metallding da ist im Weg. Kannst du es mal probieren? Dann gucken wir uns das Ding doch mal an. Wir machen erstmal die Kassette. Die ist nämlich ein bisschen einfacher. Warum hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich habe es gar nicht gesehen. Huch. Da seht ihr die Schwierigkeiten in der Steuerung, die ich hatte. Jetzt wusste ich nicht, wie ich das drehe. Da haben wir es. So, dann machen wir mal auf. Aha, die Batterien müssen wohl ausgetauscht werden. Zum Glück habe ich Ersatzbatterien dabei. Wir hören den Gesang einer Frau und im Hintergrund spielt eine Spieluhr. Damit hätten wir das auch abgeschlossen. Als die Aufnahme zu Ende war, nahm Izzy den Kassettenrekorder und steckte ihn sorgfältig wieder in ihren Rucksack. Danke, Maria! Du bist die beste Restauratorin aller Zeiten! Gerne. Wer hat da gesungen? Das klang sehr schön. Meine Mutter, sie ist nicht mehr hier. Izzy hielt inne. Eine solche Stille konnte selbst ein Kassettenrekorder nicht übertönen. Als ihre Freunde sie riefen, machte Izzy sich daran, in ihrer Tasche herumzuwühlen, um mich zu bezahlen. Dabei stieß sie auf ein Kaugummi, drei kunterbunte Knöpfe und ein Jojo. Normalerweise wäre mir ein Scheck lieber gewesen, aber Izzy wirkte so entschlossen, dass ich ihr auch darüber eine Quittung ausstellte. Sie schien ein fröhliches Kind zu sein, doch es kam mir so vor, als sei tief in ihr ein Teil ihrer Welt zerbrochen. Ein Teil, den selbst ich nicht reparieren konnte. Damit ist das zweite Kapitel abgehakt und es geht ins dritte. Bruchstücke. Nachdem ich meine erste Reparatur abgeschlossen hatte, verbrachte ich den Rest des Tages mit kleineren Auftragsarbeiten am Hauptplatz. Müde ging ich schließlich wieder zurück ins Hotel, wo mich bereits eine Nachricht erwartete. Ich hatte also noch einen Termin. Die Adresse führte mich zu einem malerischen Häuschen, das nur wenige Meter vom Strand entfernt lag. Im Abendlicht wirkte es wunderschön, auch wenn der Putz abbröckelte und die Ziegel verwittert waren. Ein abgehetzter Mann öffnete mir die Tür. Er trug noch seine Arbeitskleidung. Offenbar hatte er einen langen Arbeitstag hinter sich. Bist du Maria? Ich bin Josef. Ich bin Isabels Vater. Es tut mir leid, dass sie dich heute Morgen drangsaliert hat. Komm doch rein. Wir sollten es uns gemütlich machen. Auf dem Sims sah ich die Reste einer zerbrochenen Figur. Gedankenabwesend nahm ich eine der Scherben auf. Ah, die Figur meines Vaters. Oder zumindest ihre Überreste. Ein Grund mehr, warum er von mir enttäuscht sein dürfte. Sie hat ein ganzes Jahrhundert in dieser Familie überlebt, aber dann hatte Isabel sie 5 Minuten in der Hand. Kannst du sie reparieren? Gut, dann puzzeln wir ein bisschen. Wird man den Leim sehen können? Ich will nicht, dass jemand die Bruchstellen sieht. Damit hätten wir die Figur dann fertig. Danke, Maria. Sie wirkt wieder so perfekt wie früher. Mein Vater wollte, dass ich etwas aus mir mache. Nur das zählte für ihn.
Als Joseph die Figur wieder ins Regal stellte, berührte sie das stolze Familienporträt gleich daneben. Er war also Bürgermeister von Bella Riva? Und das war Izzys Mutter. Sie vermissten sie sich ja beide sehr. Entschuldigung, ich bin ein wenig müde. Ich habe Überstunden gemacht, um alles fürs Festival vorzubereiten. Uns bleiben nur noch wenige Tage. Das wird noch einige Überstunden geben. Mal wieder. Als ich meinen Eltern von meinen Reiseplänen erzählte, fanden sie immer wieder eine Ausrede, um nicht darüber reden zu müssen. Die Ablenkungen halfen ihnen dabei, so zu tun, als wäre es alles gar nicht wahr. Josephs Arbeit nahm ihn sicher sehr in Beschlag. Aber vielleicht wollte er genau das ja auch. Hoffentlich hatte er aber auch noch genug Zeit für Izzy. Bruchstücke ist abgehakt. Als nächstes erwartet uns Kapitel 4, nicht verbunden. Mein zweiter Tag in Bella Riva begann hell und strahlend. Es war wiederum ein herrlich sonniger Morgen. Als ich in die Stadt ging, bemerkte ich die vollen Cafés, in denen die Leute ihren Morgenkaffee genossen. Ich hielt an, um den Duft der gerösteten Kaffeebohnen und der frisch gebackenen Brötchen einzuatmen. Als ich gerade in ein Café gehen wollte, hielt mich Carmen, die Besitzerin des benachbarten Cafés, auf. Hallo Maria? Warst du gestern hier und hast Werbezettel verteilt? Ich hätte da einen Auftrag für dich. Ihr Café war winzig, befand sich inmitten mehrerer Konkurrenzläden und tat alles, um nicht groß aufzufallen. Die leeren Tische im Inneren des Cafés zeigten, dass das wohl auch gelungen war. Heute laufen die Geschäfte noch nicht so richtig, aber wir fangen ja erst an. Bald kommen die Gäste. Carmen ging plaudernd zur Theke und kam mit einem alten Wählscheibentelefon zurück. Zumindest habe ich so genug Zeit, um mein Rezept fürs Festival zu verfeinern. Es ist ein neues Spezialgericht, an dem ich momentan arbeite. Eigentlich wollte ich meine Schwester anrufen, um Würztipps zu erhalten, aber ich bekomme keine Verbindung. Kannst du eventuell mal schauen, ob du da was machen kannst? Obviously, we'd normally be much busier than this. So, alles kein Thema. Als ich Carmen das Telefon zurückgab, zögerte sie ein wenig. Jetzt funktioniert also alles wieder? Es muss nicht erst trocknen oder abkühlen? Nein, du kannst sofort loslegen. Es wird im Nu wieder klingeln. Tja, wenn ich meine Telefonrechnung bezahlen kann und die Miete. Und meine Lieferanten. Naja, wie dem auch sei. Nimm Platz, ich bin gleich bei dir. Ich spendiere dir einen Kaffee. Ich setzte mich an einen der leeren Tische, während Carmen an der Theke zu wählen begann. Hallo, wie geht es meiner Lieblingsschwester? Im Verlaufe des Gesprächs verfinsterte sich Carmens Miene zusehends. Um Kochtipps ging es hier wohl eher nicht. Ich weiß, dass ich vom letzten Mal noch Schulden bei dir habe, aber ohne Geld kann ich nicht am Festival teilnehmen. Am anderen Ende der Leitung seufzte jetzt sicher jemand entnervt. Du musst ja gar nicht herkommen. Schick mir doch einfach einen Scheck, hm? Als das Gespräch zu Ende war, brachte mir Carmen mit zitternden Händen einen Kaffee. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Meine Schwester will herfliegen und mich besuchen. Das bedeutet einiges an Vorbereitung. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Kannst du morgen vorbeikommen?
Wir kommen echt rasant voran. Kapitel 5. Fokussiert. Ich hatte Carmen versprochen, ihr am nächsten Tag dabei zu helfen, ihr Kaffee auf den Besuch ihrer Schwester vorzubereiten. Als ich gerade losgehen wollte, erhielt ich einen unerwarteten Anruf von der Hotelrezeption. Ein anderer Gast hatte offenbar persönlich nach mir gefragt. Neugierig fuhr ich mit dem quietschenden Aufzug in die oberste Etage und ging zu dem Zimmer, das man mir genannt hatte. Ich klopfte an. Bist du wegen der Kamera hier? Wird ja auch Zeit. Die Frau, die mir gegenüber stand, machte einen tadellosen Eindruck. Perfekte Frisur, perfektes Outfit. Meine Schwester sagte, du kannst Sachen reparieren. Normalerweise gehe ich ja zu Experten, aber in dieser Stadt... Das war also Carmens Schwester? Unterschiedlicher hätten die beiden gar nicht sein können. In ihrem Zimmer wartete eine tolle Spiegelreflexkamera auf mich. Der Traum eines jeden Profifotografen. Der Sucher ist komplett dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Du kannst das doch bestimmt reparieren, oder? Da haben wir sie. Die Kamera ist fertig. Neidisch gab ich Helena die Kamera zurück. Dagegen war meine Einwegkamera Kinderkram. Sie stammt von meiner ersten Reise nach Paris 1958. Limitierte Auflage. Seinerzeit bahnbrechend. Kostete mich damals 3 Monatsgehälter. Aber das war es auch wert. Was für Helena 3 Monatsgehälter waren, wusste ich nicht. Aber für mich war sie definitiv zu teuer. Es war schon eigenartig, dass wir im selben Hotel untergekommen waren. Ich hatte mich für dieses Hotel entschieden, weil es günstig war und quirlig wirkte. Aber sie hätte sich doch was anderes leisten können. Sie machte einige Probeaufnahmen und drehte an den Kameraeinstellungen herum, bis sie endlich zufrieden war. Perfekte Arbeit! Wenigstens eine in dieser Stadt weiß, was sie macht. Dich zu mir zu schicken, war vielleicht das Erste, was Carmen richtig gemacht hat. Ich fragte mich, warum Helena eigentlich gekommen war, wenn sie doch so wenig von ihrer Schwester hielt. Erst meldet sie sich wochenlang nicht und als sie dann endlich anruft, geht es ihr nur um Geld. Wenn sie glaubt, ich leihe ihr auch nur einen Cent, dann muss sie mich erst überzeugen, dass es sich auch lohnt. Das klang nicht gut. Hoffentlich war Carmen auf Hurricane Helena vorbereitet. Das war's dann mit Kapitel 5 und dann geht's jetzt weiter mit Kapitel 6 und zwar im Dunkeln. Als ich an Carmens Café ankam, ging die Sonne in Bellariva schon unter. Von außen wirkte das Café so verschlafen wie immer, doch innen putzte Carmen, was das Zeug hielt. Maria, stör dich nicht an dem Chaos. Wenn Helena hier auch nur ein Staubkorn findet, hängt sie mir damit ewig in den Ohren. Carmen freute sich offenbar, mich zu sehen, aber bei jeder Bewegung ihres Wischmops spürte ich ihre Nervosität. Es war sicher unheimlich schwer, Helenas enormen Erwartungen zu entsprechen. Hoffentlich hatte sie nichts ausgemacht, ihre Kamera zu reparieren. Als sie kaputt ging, war sie stinksauer.
Es darf einfach nichts schief gehen. Wenn sie mir kein Geld leiht, weiß ich nicht, wie lange ich diesen Laden noch behalten kann. Carmen führte mich in ein Hinterzimmer, in dem sie die Einzelteile des Neonschilds ausgebreitet hatte. Als ich das Café eröffnete, habe ich das bestellt, aber mit Elektrik kenne ich mich nicht aus. Eigentlich war also ein Schild vorgesehen gewesen. Das war sicher der Grund, warum es keine Gäste gab. Ich möchte das aufhängen, bevor Helena kommt. Magst du es mal versuchen? Und fertig ist das meiner Meinung nach äußerst hässliche Neonschild. Ich mag diese Dinger einfach nicht. Wir gingen raus und brachten das reparierte Schild draußen über der Tür des Cafés an. Das ist perfekt, Maria. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Als ich das Schild damals bestellte, wirkte alles so einfach. Unglaublich, dass ich vielleicht alles aufgeben muss. Hoffentlich reichen meine Bemühungen aus. Ihr Lächeln erfror, als ihr jemanden über meiner Schulter erblickte. Ich drehte mich um. Meine Schwester hat natürlich das einzige Café in dieser Stadt, das geschlossen ist. Helena war eingetroffen. Als Carmen gerade alles erklären wollte, sauste Helena pikiert an ihr vorbei. Am Eingang hielt sie inne und drehte sich zu Carmen um. Als erstes kommt dieses scheußliche Schild auf den Müll. Mit diesen Worten verschwand sie im Café. Hoffentlich waren Carmens Chancen, das Café zu retten, nicht ebenso verschwunden. Ich muss ihr da leider zustimmen. Das Schild ist halt echt hässlich. So, als nächstes haben wir das Kapitel 7, Spielerei. Am Tag vor dem Festival war die ganze Stadt mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Auch ich hatte mehr Arbeit, als mir eigentlich lieb gewesen wäre. Als Joseph erneut einen Auftrag für mich hatte, sehnte ich mich nach der Ruhe und Gemütlichkeit des Strandhauses, in dem er mit Izzy lebte. Kaum war ich an der Haustür angekommen, hörte ich auch schon, wie jemand rief. Psst, Maria, du musst mir helfen, schnell, niemand darf was erfahren. Es war Izzy, die mich neben dem Haus zu sich rief. Ich sollte ihr folgen. Sie führte mich durch einen wilden, aber wundervollen Garten, der vor bunten Blumen nur so überquoll. Inmitten der Blumen befand sich ein Spielhaus, dessen Tür fast vollständig von einem riesigen Rosenstrauch verdeckt wurde. Du musst an der Rose vorbei und dich ganz klein machen, ungefähr so. Izzy machte sich ganz klein und kletterte durch den winzigen Spalt ins Spielhaus. Eigentlich hatte Kriecherei im Dreck nicht auf meinem Programm gestanden, doch im Leben einer Restaurateurin läuft halt nicht alles nach Plan. Auf dem Tisch im Haus lag ein elektronisches Spielzeug. So etwas hatte es im Antiquitätenladen meiner Eltern nicht unbedingt gegeben. Mir ist ein Missgeschick passiert. Das war keine Absicht. Das Ding geht nicht mehr an. Kannst du es für mich reparieren?
Endlich haben wir was Cooles repariert. Can you show me how to play? I tried before, but it was so hard. Wir dürfen sogar selber spielen. Sehr gut. Damit ist die Spielekonsole auch schon fertig. Als ich Izzys Spielzeug repariert hatte, wandte sie sich wieder dem Bildschirm zu. Mehr als die Welt hinter dem Bildschirm brauchte sie nicht. Okay, ich muss los. Dein Vater wartet auf mich. Bitte sag ihm nichts von dem Spiel, sonst denkt er noch, ich hätte es absichtlich kaputt gemacht. Warum sollte er das denken? Weil es mir runtergefallen ist. Doll. Gegen die Wand. Izzy schaute verlegen nach unten und kratzte mir ihren Schuhen über den rauen Boden des Spielhauses. Papa sagt, morgen muss ich ein blödes Kleid anziehen und zu dem doofen Festival gehen, obwohl ich das gar nicht will. Er kennt nur seine Arbeit. Wenn es nicht um Arbeit geht, will er mich gar nicht sehen. Aber ich gehe nicht hin. Zwingen kann er mich nicht. Mit diesen Worten schlängelte Izzy sich wieder durch den Rosenstrauch und verschwand im Garten. Sie war noch zu jung, um zu verstehen, dass ihr Vater sich ebenfalls schwer tat. Das machte mich nachdenklich. Hatte ich genug getan, um die Sichtweise meiner Eltern zu verstehen? Ich hatte mich so sehr auf meine bevorstehenden Abenteuer fixiert, dass es mir ziemlich egal war, sie zu verlassen. So, Spielerei ist abgeschlossen. Jetzt machen wir Kapitel 8 weiter. Augenblick. Ich ließ Izzy im Garten zurück, ging zur Vorderseite des Hauses und klingelte. Erst dann bemerkte ich die Grasflecken auf meinem geliebten Overall. Ich versuchte sie abzuwischen, aber dafür war es zu spät. Maria, was machst du? Was ist mit deinem Overall passiert? Ich habe einen Rasenmäher repariert. Komisch. Na, komm rein. Ich habe einen ziemlich delikaten Auftrag für dich. Peinlich berührt ging ich in ein Geschäftszimmer voller Unterlagen und Aktenordner. Das war also sein Büro. Die Vorbereitungen fürs Festival halten dich sicher auf Trab. Freust du dich darauf? Natürlich. Einer alten Tradition zufolge darf der Bürgermeister das Essen aus allen Cafés und Restaurants der Stadt bewerten. Morgen um diese Uhrzeit verkünde ich, wer der beste Koch in ganz Bellariva ist. Apropos. Er nahm seine Armbanduhr ab und gab sie mir vorsichtig. Ich habe einen engen Terminplan, aber vor kurzem ist meine Uhr stehen geblieben. Kannst du sie vielleicht wieder zum Laufen bringen? Thank you.
damit haben wir die Uhr. Als ich Josef die Uhr zurückgab, glitten meine Finger über die Gravur auf der Rückseite. Hoffentlich hat ihm meine Reparatur das Leben ein wenig erleichtert. Unglaublich, sie tut es wieder. Danke, Maria. Meine Gattin war eine tolle Frau. Wenn ich das Ticken an meinem Arm spüre, kommt es mir vor, als wäre sie noch bei uns. Für Uhren sind Minuten und Stunden endlos. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass uns nur so wenig Zeit bleibt. Auch Isabel sehe ich nur selten. Und wenn ich sie mal sehe, dann ist mir, als würde sie mich hassen. In diesem Moment klingelte das Telefon. Sogar zu Hause war er stets von seiner Arbeit umgeben. Tut mir leid, Maria, ich muss rangehen. Wir sehen uns morgen beim Festival. Als ich ging, drehte ich mich noch einmal um und sah, wie er in seinem Büro auf und ab ging. Seine Uhr glänzte in der Nachmittagssonne. Ich hoffte, dass ihm das leise Ticken der Uhr während der arbeitsreichen nächsten Tage ein wenig Ruhe bringen könnte. Und weiter geht's. Kapitel 9. Panorama. Als ich zu Carmens Wohnung ging, um den letzten Tagesauftrag zu erledigen, öffnete mir jemand die Tür, den ich nicht erwartet hatte. Helena. Ich bitte, dieses Tohuwabohu zu entschuldigen. Carmen kann offenbar an keinem Schnickschnack vorbeigehen, ohne ihn zu kaufen. Carmens Wohnung war zwar ein wenig chaotisch, aber durchaus charmant. Genau in so einer Wohnung hatte ich sie mir auch vorgestellt. Helenas Stil war es auf jeden Fall nicht. Mit Flohmärkten hatte sie nichts am Hut. Ich fragte mich, warum sie überhaupt hier war. Wir räumen gerade auf, beziehungsweise ich. Carmen hilft nicht, wie immer. Beim Festival morgen gibt es auch einen Markt. Da verkaufe ich einige dieser Sachen, um ein wenig Geld für sie einzunehmen. Sie sagt, sie hat nichts. Dabei hat sie all diesen ganzen Plunder hier. Grazil stapfte Helena über die am Boden liegenden Sachen und bückte sich, um mir etwas zu geben. Schau dir diesen Dia-Projektor an. Unsere Eltern liebten ihn, aber Carmen behandelt ihn wie Müll. Kannst du mal einen Blick drauf werfen? So, noch aufs Knöpfchen drücken und dann ist der Dia-Projektor fertig. Als wir jünger waren, hing Carmen ständig an meinem Rockzipfel. Für sie war ich wohl ein Vorbild, ihre coole ältere Schwester. Sie fragte mich, wenn ich nach Hause kam, aber ich war immer zu busy. So, damit ist das fertig. Den letzten Text konnten wir jetzt leider nicht mehr lesen. Gedankenverloren starrte Helena auf die beiden jungen Schwestern, die der Dia-Projektor grell an die Wand warf. Ich wollte sie doch nie enttäuschen. Aber das hast du doch nicht. Du bist eigens hergekommen, um ihr mit dem Kaffee zu helfen. Und vergiss das Geld nicht. Tja, das ist das Problem. Geld habe ich keins.
Vor einigen Monaten habe ich meinen Job verloren. Meine Ersparnisse sind fast alle. Ich habe gar nichts. Carmen glaubt, ich bügle alle ihre Fehlentscheidungen mit meinem Scheckbuch aus. Aber das kann ich nicht. Diesmal nicht. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihr die Wahrheit zu sagen. Aber sie ist so nervig. Wie kann ich sie um Hilfe bitten, wenn sie sich nur um sich selbst kümmert? Helena verstummte und betrachtete ihr jüngeres Ich an der Wand. Als ich fortging, lebten wir uns auseinander. Das Einzige, was uns noch verband, war mein Bankkonto. Ich weiß, dass ich ihr die Wahrheit sagen muss. Aber alles andere habe ich schon verloren. Ich darf sie nicht auch noch verlieren. Gut, dann geht's jetzt weiter mit Kapitel 10. Siedepunkt. Am Tag des Festivals war ich nach all der harten Arbeit bereit, endlich mal das Werkzeug beiseite zu legen und mir stattdessen eine Gabel zu schnappen. Als ich den Hauptplatz betrat, stieg mir ein fantastischer Duft in die Nase. An jedem Stand gab es leckereres Essen als am vorherigen. Der Wettbewerb musste jeden Augenblick beginnen. Die meisten Standbesitzer warteten nervös auf den Besuch des Bürgermeisters. Carmen jedoch nicht. Sie war noch immer eifrig damit beschäftigt, Gemüse klein zu hacken und Töpfe umzurühren. Maria, da bist du ja. Ein Glück. Darf ich dich um den größten Gefallen der Welt bitten? Helena wollte mir eigentlich heute am Stand helfen, aber sie ist einfach nicht erschienen. Das Ganze ist ihr wohl zu peinlich. Unfassbar, dass sie mich angelogen hat. Carmen rührte derart zornig um, dass ich schon Angst bekam, sie würde den Topf umkippen. Der Bürgermeister fängt jeden Moment damit an, das Essen zu bewerten. Aber mein Spezialgericht ist fast alle. Sie wollte mich doch nicht etwa darum bitten, oder? Heute sollte doch mein Ruhetag sein. Du kannst dir ein Herd zusammenbauen und alles andere ist auch bereit. Kannst du loslegen und mein Spezialgericht kochen? Na gut. Damit haben wir eine wunderschöne Vierjahreszeitensuppe gekocht. Als ich meine Arbeit erledigt hatte, kam Carmen zu mir und nahm noch die letzten Verfeinerungen vor. Gerade noch rechtzeitig, denn nur einen Moment später waren Joseph und Izzy auch schon da. Carmen gab beiden nervös eine Kostprobe. Oh, das war lecker! Bekomme ich noch einen Nachschlag? Tja, meine Tochter ist auf jeden Fall eine zufriedene Kundin. Wir müssen noch einige Speisen probieren, aber bislang ist das einer der Spitzenreiter. Viel Erfolg! Joseph und Izzy wirkten so glücklich zusammen. Vielleicht tat ihnen dieses Festival gut. Carmen hingegen war sauer. Aber warum denn nur? Es war doch alles gut gelaufen. Ich wünschte, Helena hätte das mit eigenen Augen erlebt. Sie geht immer davon aus, dass mir alles misslingt. Sie will nur das Beste für dich. Allerdings zeigt sie das auf etwas ruppige Weise. Ja, ich weiß. Als wir noch Kinder waren, hat sie mich auch dann angespornt, als es niemand anders tat. Ich wünschte nur, sie hätte mich nicht angelogen. Obwohl ich ihr im Laufe der Jahre natürlich einiges abverlangt habe. Ich habe mich nie gefragt, wie viel sie eigentlich in der Hinterhand hat. Ja, das ist was man nie vergessen darf. Wenn man nimmt, sollte man auch immer geben. Kapitel 11. Harmonie.
Nachdem das Festival vorbei war, blieb mir nur noch ein Tag, ehe ich mich aus Bella Riva verabschieden und wieder in einen Zug setzen musste. Ich musste mich unbedingt von Carmen verabschieden, also ging ich abends ins Café. Ich traute meinen Augen nicht. Sie hatte es geschafft. Bestes Essen in Bella Riva. Nun stand halb Bella Riva Schlange vor dem Laden, um herauszufinden, wovon alle so schwärmten. Maria, Maria, meine Lieblingshilfsköchin. Komm nur. Carmen gab sich als erfolgreiche Kaffeebesitzerin, so wie sie es ja auch verdient hatte. Sogar Helena war da und servierte Kaffee. Nach dem gestrigen Drama hätte ich das nie und nimmer erwartet. Carmen brachte mich nach oben zu einer Empore. Dort stand ein alter Plattenspieler. Ich habe herausgefunden, wo Helena am Tag des Festivals war. Sie hat ihre Kamera verkauft, um die Schulden des Cafés zu begleichen. Aber sonderlich viel blieb für sie selbst nicht übrig. Also habe ich sie gebeten, eine Weile bei mir zu bleiben. Schließlich haben wir eine Menge nachzuholen. Den wollte ich ihr geben, um sie aufzumuntern. Als Kinder haben wir ständig davor gesessen. Meinst du, er funktioniert noch? Okay, let's see what happens when we turn this on. The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. The speaker isn't connected properly. Kein Problem, wir können halt einfach alles reparieren. Kein Ding. Helena hatte das krächzende Lied, das aus dem Plattenspieler drang, sicher gehört, denn kurz darauf tauchte sie auf. Ist das mein alter Plattenspieler? Ich fasse es nicht, dass du den all die Jahre aufbewahrt hast, Carmen. Im Banne der Musik wirkten sie wie die jungen Schwestern, die der Dia-Projektor all die Jahre aufbewahrt hatte. Sie waren wieder unzertrennlich. Carmen hat mir von deiner Kamera erzählt. Das war wirklich großzügig. Ich habe diese Kamera geliebt, aber meine Schwester liebe ich noch mehr. Sie ist jetzt an der Reihe, ihre Träume auszuleben. Ich werde eine Weile hierbleiben. Wir müssen einiges nachholen. Man konnte nicht davon ausgehen, dass zwischen Carmen und Helena nur noch Harmonie herrschen würde. Aber sie waren bereit, ihr Bestes zu geben. Und das alles nur, weil Carmen eigentlich Würztipps haben wollte. Letztlich war es also doch gar nicht so schwer, einfach anzurufen und zu reden. Ich hatte seit einem Jahr nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen. Ich wollte unbedingt ihre Stimmen hören. Doch die Stille zwischen uns war wie ein Keil. Ich wusste nicht, ob Worte diese Stille durchbrechen konnten. Das ist eine schöne Message, die das Game mitgibt. Weiter geht's mit Level 12. Väterlicher Nachklang. An meinem letzten Morgen in Bella Riva wurde ich noch einmal zum Haus von Joseph und Izzy gerufen.
Ich wusste, dass ich eigentlich packen musste. Doch ein kleiner Auftrag war ja sicher noch drin. Als ich ankam, schuf Joseph gerade Ordnung im wilden Garten. Das Spielhaus war bereits aufgeräumt. Im Haus zeigte Izzy auf der Rückseite ihres Kassettenrekorders, wie gut sie mit einem Schraubenzieher umgehen konnte. Du hast ziemlich Eindruck hinterlassen. Isabel, Izzy, sagte, sie will mal Restauratorin werden. So wie Maria. Wenn sie nur will, kann sie alles werden, was sie möchte. In der Tat, sie ist ein helles Kind. So viel Spaß wie mit ihr auf dem Festival hatte ich schon lange nicht mehr. Ich wollte ihr etwas schenken, ehe die Erinnerungen verblassen. Das Haus war nicht mehr wiederzuerkennen. Es war voller Licht und den Klängen des Gartens. Es wirkte wieder lebendig. Das war meine letzte Reparatur in Bella Riva. Aber eigentlich war es mehr das Haus selbst, das repariert worden war. Es ist eine Spieluhr. Früher spielte sie wunderbar, aber mittlerweile passiert nichts mehr, wenn man sie aufzieht. Ich möchte, dass Izzy sie wieder hören kann. Kannst du mir helfen? Und damit läuft sie wieder. Meine Frau hat Izzy jede Nacht vor dem Schlafengehen dieses Lied vorgesungen. Da ich auf der Arbeit war, kam ich immer zu spät, um selbst dabei zu sein. Ich habe schon so viel verpasst. Ich möchte endlich der Vater sein, den meine Frau sich gewünscht hätte. Ich bin mittlerweile wie mein eigener Vater, ständig am Arbeiten. Izzy braucht mich aber, vor allem jetzt, da wir alleine sind. Meine Tochter hat vor allem anderen Vorrang. Zumindest so lange, bis sie ihren alten Papa satt hat. Ich werde dich nie satt haben, Papa. Izzy kam ins Zimmer gelaufen, wo Joseph sie sofort an sich drückte. Sie schaute mit glänzenden Augen auf die Spieluhr. So glücklich habe ich sie noch nie gesehen. Danke für alles, Maria. Du hast so viel repariert. Und ich bin froh, dass alles wieder heil ist. Joseph war ein guter Vater. Und es war nicht zu übersehen, dass er alles daran setzen wollte, ein noch besserer zu werden. Mehr verlangen wir ja alle nicht. Eine zweite Chance, die Dinge gerade zu rücken. Meine Zeit in Bella Riva war nun fast zu Ende. Doch vor meiner Abreise musste ich auch selbst noch etwas reparieren. Damit ist väterlicher Nachklang abgehakt. Und jetzt haben wir Kapitel 13, Abreise. Meine Zeit in Bella Riva war fast zu Ende. Wieder schloss sich ein Kapitel jener Geschichte, deren Ende ich eigentlich gar nicht schreiben wollte.
Ich war so vielen Leuten begegnet und hatte so viele Dinge repariert, die mir zeigten, was wirklich wichtig war. Als ich meinen Koffer unter dem Bett hervorzog, erinnerte ich mich an den Tag, als ich ihn aus dem elterlichen Laden stibitzte und einfach ging. Aus Scham rief ich sie nicht mehr an, um mich zu entschuldigen. Und dieses Schuldgefühl trug ich seither mit mir herum. Während ich packte, wusste ich, dass ich einen Weg finden musste, um die Last auf meinen Schultern zu erleichtern. Dann packen wir mal unser Köfferchen. Helena hat mir diese Designerblusen gegeben. Aber ob sie mir so gut stehen wie ihr, das weiß ich nicht. Mein Zugticket. Es ist kaum zu glauben, dass ich Bellariva nun verlassen muss. Mein Koffer war voll, doch als ich mich auf den Weg zum Bahnhof machte, war mein Herz noch voller. Es fiel mir schwer, Bellariva zu verlassen. Doch ich hoffte, den Menschen geholfen zu haben. Und wenn es auch nur ein kleines bisschen war. Helena und Carmen konnten nur deshalb wieder zueinander finden, weil sie lernten, den anderen trotz aller Differenzen zu akzeptieren. Joseph erkannte, dass ihm ewige Trauer ebenso wenig weiterhilft wie pausenlose Arbeit und dass er sich stärker um Izzy kümmern musste. Sie hatten gelernt, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht war es für mich Zeit, die Dinge mit den Augen meiner Eltern zu sehen. Es wäre leichter gewesen, einfach in den nächsten Zug zu steigen. Dann hätte ich mich noch weiter entfernt. Aber ich war endlich bereit, mit ihnen zu reden. Ob sie das allerdings auch so sahen, wusste ich nicht. Kannte ich ihre Nummer überhaupt noch? Ich war mir nicht sicher, doch als ich zum Telefon griff, war alles wieder da. Dann wählen wir mal. Mom? Dad? Mom? Dad? Maria, bist du das? Und das war Assemble with Care. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Game gewesen. Ich mochte die Story sehr gerne. Ich hatte erst überlegt, ob ich es aufnehme, weil so Rätselgames, wo man da auch mal so ein bisschen länger rumfriemelt, sind dann doch ein bisschen aufwendiger und ein bisschen schwieriger, interessant zu gestalten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer aufgepasst hat, weiß aber auch, dass wir hier noch nicht am Ende sind. Denn wir haben noch ein Kapitel übrig. Kapitel 13, Abreise, ist abgeschlossen und wir haben noch den Epilog. Carmens Brief. Liebe Maria, Carmen hier. Entschuldige, dass ich dir jetzt erst schreibe. Im Café ist die Hölle los, seit du weg bist. Zum Glück habe ich Helena, die mir hilft. Du würdest sie nicht wiedererkennen. Sie ist ein neuer Mensch. Sie ist die ganze Zeit auf den Beinen, nimmt Bestellungen auf und schenkt Getränke aus. Ich habe sogar gehört, wie sie einem Gast ein Kompliment für sein Outfit gemacht hat. Ich persönlich halte ja nicht viel von knallgrünen Bowlinghemden, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Der Gast hat sich jedenfalls darüber gefreut. Aber die Stadt fehlt ihr. Bellariva ist vieles, aber sicher nicht so schick, wie sie es gerne hätte. Sie hat von einem Café in ihrer alten Nachbarschaft erzählt, wo es Kaffee mit Mustern im Schaum gegeben hat. Da habe ich mir gedacht, ich bin eine preisgekrönte Köchin. Da werde ich doch wohl ein Blatt auf ein Cappuccino zaubern können. Ein hipper Kaffee könnte genau das sein, was Helena jetzt braucht. Die Kaffeemaschine zu bestellen war der einfache Teil. Du hättest sehen sollen, wie ich gekämpft habe, um das Ding zusammenzusetzen. Thank you.
Ich denke, das war's. Ich prüfe besser mal die Tasten, um sicher zu gehen. Fertig. Kinderspiel. Dann mache ich mal meinen ersten Kaffee. Riecht himmlisch. Und jetzt die Verzierung. Wie viel Milch geht denn da rein? Ein perfekter Kaffee. Jetzt fehlen nur noch die Untertasse und ein paar von Helenas Lieblingskeksen. Als die Maschine dann endlich was Trinkbares ausgespuckt hatte, fühlte ich mich weniger wie eine Barista und mehr wie kalter Kaffee. Meine Kreation sah ein wenig postmodern aus, aber ich kenne ja Helenas kultivierten Geschmack und hoffte, sie würde das für Absicht halten. Ganz die Kaffeekennerin, die sie eben ist, achtete sie aber erst gar nicht darauf. Sie war viel zu beschäftigt, damit das Aroma zu beschnuppern. Dabei hat sich natürlich ihre Brille beschlagen. Wie sollte sie denn mit beschlagenen Brillengläsern mein Meisterwerk im Schaum sehen? Als sie es dann endlich bemerkte, war sie total hin und weg. Zugegeben, sie hat erstmal ein paar Minuten überlegt, was mein Werk eigentlich darstellen sollte. Schließlich entschied sie, dass es ein Pferd war. Naja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie war zumindest so begeistert, dass sie gleich noch einen Kaffee haben wollte. Ich schätze, ich muss wohl noch ein wenig üben. Das war alles so harte Arbeit, Maria. Mir war nie bewusst, wie kompliziert all dieses mechanische Zeugs ist. Da wurde mir erst so richtig klar, wie sehr ich dir zu danken habe. Also hole ich das jetzt nach. Besser Ole als nie? Oh Gott. Ich hoffe, dir geht es gut. Deine Freundin Carmen. Damit sind wir nun tatsächlich am Ende angekommen. Die Schwestern sind wieder vereint. Wir haben uns mit unseren Eltern ausgesprochen. Und ja, wo die Reise jetzt hingeht, weiß man nicht so genau, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe das gut genug verpackt, dass es interessant genug ist und ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen Tag, einmal noch mehr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao.